Willkommen bei Stimmenversteck, dem Podcast der Wiener Jugendzentren. Heute mit... Ich sag das. 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 Der Podcast, in dem Jugendliche das Wort haben. Diesmal zum Thema Corona. Wie hat Corona deinen Schul- oder Arbeitsalltag verändert? Wir wollten also endlich über die Corona-Krise reden und dass es für Auswirkungen hat. Und dass ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, in dem Ganzen untergeht, ist, viele wichtige Themen, die für uns eigentlich notwendig waren, für Jugendliche oder Kinder oder die gleichen, gehen durch das ganze Coronavirus definitiv unter. Also ich als Schüler, mir fällt es sehr schwer, in dieser Pandemiezeit Online-Unterricht zu unterrichten. Und Lehrer geben uns sehr viel auf in dieser Pandemiezeit und denken, dass wir es schaffen und sie erwarten von uns sehr vieles. Wie es in den letzten Monaten gegangen ist, bin eben entlassen worden im Großen und Ganzen wegen dem Ganzen. Und ich hatte zwar Bewerbungsgespräche. Es sind auch eine, die nicht so schlecht aussieht, aber es ist keine Versicherung, dass sie mich nehmen. Ich bin in meinem 9. Schuljahr. Ich suche gerade meine Lehre. Und es ist wirklich sehr schwer, eine Lehrstelle zu finden. Ich habe jetzt als Kellner gearbeitet noch im Jänner und Februar. Und ich habe gemerkt, die haben mich nicht mehr geholt im Februar, weil es waren derzeit so wenige Gäste bei uns. Und im März wurde ich dann, wo genau der Lockdown ein, zwei Wochen später begonnen hat, der erste, wurde ich gekündigt. Das war schon ein schwerer Schlag für mich im Leben. Da hat Corona mein Leben ziemlich beeinflusst, also ich hatte kein Einkommen mehr. Also als Schüler, schon schlimm für mich. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch im Abendgymnasium. Das heißt, wir mussten vom Präsenzunterricht auf den Fernunterricht wechseln, also online. Und nicht nur die Schüler waren überfordert, sondern die Lehrer waren genauso überfordert. Die wussten gar nicht, wie es weitergeht. Und die wissen halt so wenig als Lehrer. Dann hast du das Gefühl von, keine Ahnung, wie soll man sagen, du fühlst dich unsicher. So, werde ich jetzt fertig mit der Unterricht. Ich hätte eigentlich im Juni und davor schon hätte ich mit der Matura fertig sein können. Aber das wurde alles verschoben wegen Corona und ich bin erst jetzt im Oktober, November mit der Matura fertig geworden. Also da habe ich auch ein bisschen Zeit verloren, was auch schlimm war. Bei der ersten Lockdown haben sich viele Schüler gefreut, dass die Schulen sperren werden und dass wir im Fernunterricht gehen. Aber mit der Zeit wurde es dann Fahrt. Und jeder hat die Motivation verloren. Und von dem Stoff hat niemand mitbekommen. Und die Schularbeiten fanden online statt. Und jeder hat dadurch geschummelt. Und manche Schüler sind dann mit dem Corona-Klausel in die nächsthöhere Klasse gestiegen. Wie hat Corona deinen Lebensalltag verändert? Also ich finde, dass Corona besonders unser Leben geprägt hat, überhaupt als die Jugendlichen. Da wir denken, wenn wir jugendlich sind, haben wir mehr Freizeit und können mehr machen. Aber durch Corona geht nicht alles, was man will. Und besonders zum Beispiel, wenn man rausgeht und man zu zweit ist, Maske, Abstand halten, das ist halt, das stört sehr. Auch in Räumen, wo es halt warm ist. Und ich meine, mit der Maske ist es ja viel wärmer. Und bei manchen ist der Kreislauf halt auch nicht so gut. Und ich glaube, durch die Masken ist das halt sehr geprägt, dass man nicht gut atmen kann. Also ich finde, dass Corona, wie gesagt, dass Corona unser Leben auch verändert hat, weil wir können unsere Familie nicht sehen, unsere Freunde nicht treffen, nicht miteinander sitzen, essen zusammen. Es hat halt einfach unsere Bindung zerstört, dass wir miteinander sein können. Dass meine Geschichte zu Corona, wie es mein Leben beeinflusst hat, zwar... Man ist halt sehr eingeschränkt, man kann nirgends mehr hingehen mit Freunden oder so, halt Spaß haben oder so. Aber im Winter ist halt wegen der Kälte ein bisschen schade, dass du nirgends hingehen kannst, kannst nichts machen. Und bei mir ist es halt tragisch, dass wegen der Fahrschule alles wurde verschoben, man muss die neue Termine machen, die wurden wieder verschoben, dann wieder storniert. Und ja, derzeit bin ich mehr zu Hause als draußen. Und ja, halt fast jeden Tag trainieren, dass ich etwas zu tun habe. Sicher ist man durch die Maske oder manche Sachen eingeschränkt. Aber das Schlimmste für mich jetzt im Speziellen ist, dass ich nicht mit jedem meiner Freunde und Verwandten zusammen sein kann.
weil die Gesundheit vorgeht, vor allem bei den Großeltern. Und ich finde, dass die Situation eigentlich so grundsätzlich gut gemeistert wurde vom Staat. Aber es gibt schon Kleinigkeiten, die man ändern kann. Deswegen verstehe ich auch nicht diese ganzen Kritiken und Rezensionen, die die Leute teilweise auf Facebook veröffentlichen. Ich bin ins Fitnesscenter gegangen. Das war mein Leben, meine Liebe. Konnte auch nicht mehr hingehen. Und ja, aber seit ein paar Monaten trainiere ich hier draußen mit dem da neben mir. Also Corona hat mein Leben so weit verändert, dass ich weniger Freizeitaktivitäten machen kann, was aber nicht zwingend negativ ist, weil ich mehr darauf schaue, wie wichtig mir die Zeit mit der Familie ist. Es verschwindet die Lebenslust. Du sitzt wirklich den ganzen Tag vom Fernseher, wenn du jetzt keinen Beruf hast, wo du hingehen kannst, wie zum Beispiel einem Einzelhandel oder so, wo es auch schon begrenzt ist. Du sitzt den ganzen Tag auf der Couch, du sitzt entweder zocken, stopfst dir irgendwas rein und ziehst die eine Serie nach der anderen durch. Oder du machst genau das Gegenteil, weil du ein anderer Menschtypen bist, hörst auf zu essen, sitzt nur noch da und weißt nicht mehr, was du tun sollst. Wie gesagt, du verlierst einfach die komplette Lebenslust an dem Ganzen. Aber ich würde einfach mal wirklich komplett zumachen, bis die Zahlen wieder niedrig sind und dann Schritt für Schritt langsam öffnen, damit sich das mit den Impfungen zusammen gleichstellt und nicht wieder dieses Auf und Ab herrscht. Ja, und das war unser Thema. Also ich hoffe, es wird auch in Zukunft besser und hoffentlich bleiben alle gesund und glücklich, auch wenn die Lage nicht so gut ist. Ich sag das. 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 Wiener Jugendzentren sind Stimmenverstärker. www.jugendzentren.at